Hallihallo, Hallöchen, willkommen wieder zurück zu Let's Play Elsword. Ja, heute zu Besuch erstmal der Bob. Hallo zusammen! Ah, Bob, hallo! Freut mich, dich wieder dabei zu haben und auch ein neuer Gast. Live aus dem Pokémon Kolosseum dabei, Pika Pika Pi. Servus! Ich hoffe, du wirst uns nicht schocken. Pika! Ich mache alle mit meinem Donnerblitz fertig. Gut, wir waren bei eben in der Rückkehr Experte, aber. Erstmal, ja, ich habe Post bekommen. Nein. Fanpost bestimmt. Und nein, so irgendwelche Hater. Leute, ihr könnt mir doch bestimmt sagen, wie viel Uhr wir es haben. 18:33 ungefähr. Um 18:48 könnt ihr mir bestimmt Bescheid geben, oder? Na, logisch. Mal gucken, was ich kriege. Post. Oh, von Traven454 zweimal Post bekommen. Mein Razor, ich schreibe dir, weil mir langweilig ist und du eine Belohnung für deine guten LPs brauchst. Leute, nehmt euch ein Beispiel an ihm. Nehmt euch ein Beispiel. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es erspart dir ein bisschen nerviges Fun. Falls du mal Hilfe von mir brauchst, schreib mich doch einfach an. Eigentlich wollte ich auch mal in deinem LP mitmachen. Mein Problem ist, dass ich keine Lust habe, mir jetzt einen zweiten Chart zu machen und zu leveln. Einmal 26 rote Eldrede. Wow, danke, danke. Und nochmal, so, zwei Nachrichten. Ganz spontan, wo ich dir noch was schicke. Ich brauche die Eldrede von diesem Element nicht, von daher kriegst du sie einfach. 20 grüne Eldrede. Alter, Leute. Danke. Jetzt brauche ich nur noch... Ja, hast aber Fans, ey. Geil, das ist so geil. Das dauert nicht mehr lang, dann hast du eine ganze Fanbase. Ja, was ab, irgendwann werde ich hier mit der Zahl richtig reich, aus dem Grund, weil ich lauter Leute irgendwie mich hier anschreiben. Ach du, ja, heute auch, habe ich das euch da erzählt eben, nicht mit dem Tag-Modus, wo einer war, ja genau, mit dem, wo ich Let's Battle gegeben habe und dann komplett eine reinkam, hier, bist du Razor? So, ja, das hast du uns schon erzählt, ja. Ja, nur live und in Farbe. Also jetzt, falls du einen Farbmonitor hast. Gut, wollen wir mal anfangen mit Ebene der Rückkehr? Gut. Na logisch. Zu diesem Zeitalter kein Farbmonitor haben das. Ach, Zeitalter, hör mir bloß auf. Weißt du, ganz früher war damals noch die beste Beschäftigung, damals noch mit dem alten Schwarz-Weiß-Game oder der alten Keksdose Tetris beim Kacken spielen, weißt du? Das war damals noch die beste Beschäftigung, als es noch Schwarz-Weiß gab. Hör mir bloß auf. Oh mein Gott. War das auch die Zeit, wo man noch mit seinen Toaster-Videos aufgenommen hat? Das macht das machst du MG immer noch. Also. Und mit dem Toaster überhaupt LPs aufzunehmen, ist das Genialste, was du machen kannst. Ich meine, danach hast du ein schönes, leckeres Toast, das du futtern kannst und... Oh, ja. Oh, lecker Toast. Mit Marmelade. Wir hatten eben auch ganz tolle Gespräche über Strapschen und alles Mögliche. Du weißt doch ganz genau, Razor, für dich ziehst du doch immer an mein Schätzelein. Aber nur, wenn du das erotische Wort sagst. Du meinst Leberwurstbrett hier? Na, doch nicht das. Ach so, das, ja. Aserbaidschan. Jetzt haben wir es auch ganz spontan eingebracht. Absolut nicht geplant, also. Nee. Überhaupt nicht. Die Überleitung kam echt top. Um das auch einmal ganz kurz anzukündigen, ganz geplant ist ein weiteres Let's Play Together mit dem lieben Bob. Jawohl, ja. Was wir Let's Playen, wisst ihr noch, wir nehmen an, immer Jump'n'Run-mäßig ist, ne, wenn du auch nicht dagegen hast. Na, null Problem. Ich meine, wir können auch gerne... Super Mario? Ja, eventuell ein Hack von Super Mario. Müssen wir uns nur auskaspern, welchen. Ja, ich bin am überlegen, ob wir eventuell Mario Gives Up spielen. Was findet hier? Mario Gives Up, Mario gibt auf. Okay. Das hört sich interessant an. Ja, ich glaube, den nehmen wir dann auch. Ich zeige ihn dir nachher, okay? Alles klar, irgendwo kommt ein Pfeil oder sowas, oder? Das ist doch das Zeichen davon, diesen Liebesengel. Ach, es läuft das Valentinstags-Event. So, um euch mal so auf den neuesten Stand zu bringen. Deswegen kann ich hier Einsamkeit sammeln, weil ich nun allein ein Junge bin, der ganz allein ist. Wir sind nur in seinem Traum da, weil er keine Freunde hat. Ja, ich finde auch so genial, man sammelt Einsamkeit ein, während irgendwie Leute mit einem rumlaufen. Und wieso hast du das? Ja, weil du gerade wieder aussprechen wolltest, ich glaub's ja. Altes Ferkel. Ja. Du willst gar nicht wissen, was passiert, wenn ich wirklich allein bin. Oh ja, das will ich wirklich nicht wissen. Das ist der Amore, Bebe. Und wenn ihr ein bisschen mehr meine Tasten hört als vorher, das liegt daran, ich habe ein neues Mikro. Allerdings ist die Audioqualität damit sollte viel, viel, viel besser sein. Also
Wenn ihr das letzte Zeitvertreib möchtet oder das neue Let's Play Zelda, was ich dann für Part 13, da habe ich schon mit dem aufgenommen. Ich habe mir halt extra für euch ein neues Mikro geholt, einfach weil die Audioqualität viel, viel besser damit ist, in meinen Augen auch. Also eventuell hört ihr es nicht direkt raus, aber ich könnte mich auch eventuell anders anhören, man weiß es ja nicht. Ich kann nur so einen billigen Kack haben. Ne? Aber Gott, solange die Dinge ausreichen, ne? Ja, dann passt es schon. Piep, ah! Piep, piep. Explosion. Oh yeah. Oh, no, das hat Boom gemacht. Oh, let's make boom, boom, boom. Oh yeah. Mhm. Das ist der Boom, boom, boom. Ah, ich darf nicht vergessen, unseren lieben Barney zu füttern ab und an. Ja, den mal. Und jetzt habe ich warte, wie hieß das? Meine Leute, die Energie der Liebe habe ich gesammelt. Die habe ich gerade vom Bob empfangen. Du weißt ganz genau, sowas mache ich nicht vor dem zweiten Date. Das weißt du ganz genau, mein Lieber. Keine Schweinereien vor dem zweiten Date. Ich hatte doch garantiert mehrere schon. Also wird das der zweite ist. Gott, oh Gott. Ich helf mir mal, ich brauche jemanden mit Magieschaden. Ja, ich bin auf dem Weg, hier ist Erna mit. Ah. Ja, hier ist so ein Scheiß, eben, ich krieg's mal, der hat so mal Abwehr drin, also mache ich mit meinen. Genau. Alter, hat das eben kein Damage gemacht oder? Wieso stirbt denn der nicht, dieses Scheißvieh? Alles kann. Alter, jetzt, ihr könnt. Er macht Boom! Ey, der. Hab's doch gesagt. Boah, was hält das wie aus? Falls jemand eine Warnung für Eisschau hat, 26 oder sowas, ich brauche einen, glaube ich. Was brauchst du? Eine Waffe für Eisschau, also Level 26. So. Falls jemand die Anführerwaffe oder sowas hat? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin selber auf der Suche nach einem Bergarbeiter-Beinkleid. Ich habe nur Anführerbogen, glaube ich. Ach, ich hab noch meinen Knochendrachenbogen oder Drachenknochen. Cool. Knochendrachen. Der ist cool. Na, hör mir bloß auf. Den Hike wirklich dreimal hintereinander gedroppt, diese Scheißteil. Und, hör mir auf. Und boah. Leute, um es mal kurz. Ich, ich rede jetzt hier. Um es mal so zu erwähnen, Leute, schaut einfach mal. Ach, warum? Ey, das ist doch Monster und ich schlag die ganze Zeit gegen die Tür, ganz klar. Schaut mal im Forum vorbei, im Bereich allgemeine Diskussion in den Dungeon, in den. Street Let's Survival Edgeworth, das ist ein kleines Event, was ich veranstalte. Bewerbt euch, lest, da sind alle möglichen Informationen drin, da könnt ihr halt mitmachen, notfalls verlinke ich ihn auch unter dem Video. Ich brauche unbedingt noch Teilnehmer, also wenn ihr mitmachen wollt, es gibt Preise zu gewinnen. Alle Preise stehen noch nicht fest, aber es gibt zumindest schon mal den Hauptpreis, verstärktes Schwimmen des Dämonendrachen und so weiter und so fort. Es macht mit einem riesigen Spaß machen, auch wenn ihr kein Mikro habt, werdet ihr mitmachen können. Also, schaut einfach mal vorbei und ja, habt Spaß mit uns. Ich meine, ja, mit dir habe ich doch immer Spaß. Ey, Leute, das kommt irgendwie alles falsch rüber. Ich glaube, Razer geht mir fremd, die Sau. Ich glaub, nach ein Video mehr ab 18 freigeben ist doch nicht schlimm. Ich glaube, ich dachte, das wäre was Besonderes zwischen uns. Ich glaube, ich sollte die Mädchen wieder einladen, dann kommt das eher gut. Oh ja, am besten unsere kleine Teebeutel. Mit der bin ich da immer dabei. Yeah. Oh ja, die Isa. Oh ja, was für ein Vibes. Also hier der Preis, der erste Preis da hier, ist dann ein dämonische Schwindler, verbesserte Dinger da. Bleibt das denn der auch erster Preis, wenn jetzt irgendjemanden, glaube ich, was jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber wenn jemand was Wertvolleres spenden würde, dann wird das der erste Preis, entsprechend. Also das können die Leute gerne machen, ich meine, es ist halt auch so, ich habe jetzt einige Sponsoren, da habe ich auf jeden Fall schon mal 100k als sicher, von einer Person, das ist schon mal liebenswürdig, und ey Leute, ich will hoch! Du schaffst das echt nie, ey. Ja, ich hab einen Dickkopf. Ich will nichts schaffen. Hast du den nicht immer? Ey, Leute, das, ich geh drauf. Nein, Gott, nein, Gott. Hast du den Dickkopf, wenn man so dick steht, Leute? Bitte? Ist ja der Kopf bei dir nicht normal Zustand? Aha. Ja, yeah, Nase aus Grund, einfach Signalerie.
Mache ich eigentlich irgendwas falsch als Kampfmagierin, dass ich nur Feuerbälle benutze? Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit der Battle Mage nicht so aus. Kannst du ruhig ein bisschen Nahkampf machen, denke ich, mit dem Stab, oder? Ja, ich kann das. Die Battle Mage ist dafür, glaube ich, ist das Ausweg, denke ich mal. Alter, das ist wahrscheinlich. Aber. Alter, ich leck mich hier durch, ne, irgendwie. Ja, komm, schmeiß das scheiß Monster. Lega. Hacke, du sollst doch hier nicht rumlecken, ich glaub's ja. Aber die Monster. Alter, jetzt kommst du hier schon in Hände heraus. Ihr habt alle gehört, Razer leckt Monster. Darfst du dieses Wort überhaupt sagen, wenn das jugendfrei sein soll, das Video? Was ist denn gegen Lecken zu sagen? Ich lecke ja auch ein Eis. Ich meine, was gerade. Ach, du meinst Hentai? Ja? Ach, das ist doch kein schlimmes Wort. Genau, naja, Leute, also wer nicht weiß, was Hentai ist, ne? Nicht googeln. Google ist dein bester Freund. Das kommt irgendwann noch. Oh ja. Nein, also die ganzen Zeit. Also, wenn es das angeht, hätten meine Videos schon lange gesperrt werden müssen und auch. So schlimm waren wir doch. Ah. Späße sind da manchmal. Allein von deinem lieben Teebeutelchen das Tschüss und das Hi. Oh ja. Die hören bestimmt auch voll toll Arrebellos. Ich glaube, du bist der Einzige, der das wirklich so perfekt kann. Oh ja. Nee, Martin Schneider, da kannst du auch. Ja, ist der Martin, der kann das mit seinem gigantischen Mundwerk. Ja, das ist ja einfach so. Deswegen hat er den Ruf der Pferdefresse. Ja. Das ist aber auch. Ja. Donnerblitz, auch mal böser Junge. Böser Razer. So. Wer hat denn Schock? Hat jemand Schock als Element? Ja, ich glaube ich. Ja, ich hab schon. Okay. Blumenkonsum. Ey, Laserlippe, du alte Blechbüchse, deine Mutter war ein Cola-Automat. Es gibt jetzt, ich glaube, in es gibt irgendwie einen Cola-Automaten, der als Kampagne eine Cola ausgibt, wenn man den umarmt. Ach du Scheiße. Ey, Alter, ich würde den vögeln. Da steht, ich würde... Willst du für den Rest deines Lebens Cola umsonst, oder was? Ey, das ist eine Werbung. Ich erhebe Anspruch auf die kleinen Cola-Dosen-Babys. Das ist eine Werbekampagne, steht das, dass hier Coca-Cola Hackmi drauf war. Dann hier schon mit in weiß, mit den Cola-Streifen, Schriftzug da. Und wenn man den dann umarmt, dann gibt er den eine Cola-Dose. Die geil. Und Leute, ich würde alle in den Automaten gehen. Leute, waren wir jetzt so schlau und haben eben der Rückkehr zweimal gemacht? Ja. Kann schon sein. Und wir haben es jetzt 46. So Eschmann. Tut mir leid, Leute, das war gerade eben total dabei. Egal, es war unterhaltsam, ne? Und nebenbei, ich glaube, mit dem Cola-Dosen dürfte es ein Problem geben, wenn ich mit den Vögeln, also jetzt mit dem Automaten, das Loch zum Rauskommen wäre verstopft. Oh mein Gott, ey. Erst leckt er mit Monstern, dann will er Cola-Automaten vögeln, also langsam frage ich mich echt, wo bin ich hier nur hingeraten? Ey, komm, Bob, ich muss auch langsam mal anfangen, hier mit deinen Sprüchen mitzuhalten, ne? Also so vom Niveau her und alles, ne? Gar nicht mehr. Oh Gott. Ja, ich würde dann sagen, wir nehmen dann gleich noch ein Part auf, wenn ich eventuell nicht gleich Abendbrot essen muss. Es gibt so 19 Uhr ist immer so meine Abendbrot-Esszeit. Na, ansonsten machen wir erstmal zwischendrin eine Pause, weil meine Mutter hat mich auch schon gefragt, ob ich was essen. Dann können wir uns ja hier leveln ein bisschen. Ja, können wir auch machen. Ich muss noch, große Bergwerk habe ich noch, Epic Quest. ich muss Barney füttern. Barney. Elema. Das ist jetzt Barney aus How I Met Your Mother oder wie das auch immer wieder heißt. Stinson. Oh. Der ist ja doch drin, ne? Ey Leute, ich guck das nicht, ne? Also, verzeiht mir. Ah, das ist Barney. Ja, das Einzige, was ich aktiv geguckt habe von den Comedy-Sendungen, war Two and a Half Men und Two and a Half Men ist tot, seit dem Scheiß-Team weg ist. Ist einfach so. Also, Two and a Half Men ist tot. Und was ich noch gerne geguckt habe, ist jetzt nicht How I Met Your Mother, sondern das gucke ich nebenbei nur. Ist Quatsch. Aber Leute, bevor wir jetzt hier noch weiter alle zulabern, ich würde sagen, wir beenden den Part. Also, er will uns loswerden, er hat keinen Bock mehr auf uns. Nein, Mensch. Ihr seid doch so wie Cola-Automaten für mich. Ja.
Ich sag nur eins, mein bleibt Jungfrau. Warum muss ich jetzt unbedingt, warum muss ich mir jetzt vorstellen, was du mit uns machen willst? Vor allem lass mal, du bist ein Kohleautomaten Vögel und jetzt sagst, wir sind wie die Kohleautomaten. Ja, wer weiß was? Nein, ich das. Nein. Gott, Leute, okay, das heißt, okay. Du willst uns. Also, dass überhaupt solche Wörter in den Mund nehmen, ich kann es nicht verstehen. Ganz einfach. Nicht wissen, was du Leute, ich bin enttäuscht von euch. Ich bin maßlos enttäuscht von euch. Einfach, dass ihr sowas bringt. Dieser Hund. Ja, nein, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Nein, wie soll ich denn so etwas hochladen? Was? Ne? Also wirklich? Ey, du gehst auf YouTube hochladen, renderst das Video vielleicht vorher noch und dann wählst du den Clip aus und nimmst das Video. Alter. Gut, also, ich hoffe, es hat. Ich hoffe, es hat euch der. Es hat. Oh Gott. Mann. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, mal von DK den Spruch klauen. Von mir ein wunderschönes Bye-bye und tschüss. Denkt an den Cola-Automaten. Der Arschbecher. Arschbecher. Oh yeah. Wer weiß, wie viele Orgasmen es jetzt während dieses Videos gab. Sicherlich viele. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viele Orgasmen es während dieses Videos gab. Gut. Und wollt ihr auch noch beisagen? Jo, tschaußen, man sieht sich. Bis bald allerseits. Gut, also tschüss.